Ich sage eher Immo-Scout, was einfach kürzer ist und in der Kürze liegt die Würze. Immo-Scout. Immo-Scout. Also ich sage tatsächlich im Alltag, in Gesprächen mit Freunden und Bekannten, Immobilien-Scout. 24. Tatsächlich kommt es drauf an. In meinem privaten Alltag sage ich meistens Immobilien-Scout, weil meine Freunde, Bekannte meistens damit mehr anfangen können. Und im beruflichen Kontext eher Immo-Scout oder sogar Scout, noch kürzer. Das ist mir eher komisch, wenn die Leute sagen, bist du bei der Immobilien-Scout? Sagt doch keine Sau. Kein Mensch. Ich sage am Alltag tatsächlich Immo-Scout, weil das einfach kürzer ist und ich ein fauler Mensch bin. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich habe drüber nachgedacht und ich habe tatsächlich immer konsequent bis heute Immobilien-Scout gesagt und ich schreibe auch immer Immobilien-Scout 24. Ich sage eigentlich schon immer Immo-Scout, weil das einfach der kürzere Begriff ist und weil das für mich einfach cooler klingt. Immo-Scout. Ich sage Immo-Scout im Alltag. Aber natürlich ist Immo-Scout deutlich moderner und da werde ich mich auch sehr schnell dran gewöhnen. Umgangssprachlich immer Immo-Scout, wie bei anderen Markennamen auch. Mercedes-Benz sagt auch keiner, man sagt auch eher kurz Mercedes, also bei mir auch Immo-Scout. Oder Zoologischer Garten sagt man nicht, sondern man sagt Zoo, man sagt Alex, nicht Alexanderplatz. Und das ist einfach nur konsequent, das im Internet, was ein durchaus modernes Medium ist, gleich zu tun. Also bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich immer Immobilien-Scout gesagt und seit Januar sage ich Immo-Scout. Ich sage Immo-Scout. Schon immer. Und es schreibt sich vor allem auch schneller. Und auch so im Flow, wenn man mit Kunden spricht. Also es ist auch konsequent, Immo-Scout zu sagen. Es ist einfach viel zeitnäher als Immobilien-Scout. Ist schon ein sehr langes Wort und sehr sperrig auch. Deswegen sage ich Immo-Scout. Dankeschön.